Also ich verstehe Minister Spahn in dem, was er die vergangenen Tage und Wochen gemacht hat und vor allen Dingen auch nicht gemacht hat, überhaupt nicht. Die Menschen erwarten, dass ein Bundesgesundheitsminister seiner Verantwortung bis zum Schluss gerecht wird. Er hat für große Verunsicherung gesorgt mit der Rationierung von BioNTech, mit der Moderna-Diskussion, völlig unabhängig davon, dass Moderna auch ein exzellenter Impfstoff ist. Ich bin der Meinung, diese Verunsicherungspolitik muss unbedingt und sofort aufhören. Und ich fordere auch Herrn Spahn auf, eben, dass er sein Amt einfach mit voller Kraft und Überzeugung bis zum Ende verantwortungsvoll führt. Klar, dieses Amt ist in diesen Zeiten eine besondere Herausforderung, aber sagen wir mal so, die Verunsicherung, die entstanden ist, war unnötig. Er hat sich dafür entschuldigt. Okay, aber wir müssen im Blick nach vorne jetzt schauen, dass es gelingt, durch eine gemeinsame Kraftanstrengung die Infektionsketten zu stoppen. Und das geht durch Impfen, Boostern und Testen. Und da setze ich auch auf die Apotheken.